Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns WEP angucken. WEP ist, nicht mehr sicher auf jeden Fall. Ihr kennt wahrscheinlich den ein oder anderen Angriff darauf und der Grund dafür ist die Kryptografie mal wieder. Die wollen wir uns dieses Mal etwas genauer angucken. An der Stelle, die Grafik ist von Wikipedia. Ich darf sie benutzen, steht zumindest unten drin. Und ich möchte den Autor natürlich erwähnen. Dankeschön dafür, Jörg Hettrich. Und jetzt wollen wir uns doch mal ganz kurz angucken, warum dieses, Verschlüsseln hier nicht ganz so sicher ist. Okay, zunächst einmal der Initialisierungsvektor hier oben, der IV, der wird erstmal zufällig gewählt, das ist zwar ganz gut, aber er hat nur 24 Bit, was echt wenig ist. Dann kommt der Schlüssel rein und die beiden werden einfach geXORt, beziehungsweise sogar addiert hier drüben. Und werden in die RC4-Cipher reingesteckt. Das heißt, RC4 ist ein Keystream, eine Stream-Cipher, haben wir, glaube ich, auch in der Kryptografie-Playlist zumindest mal kurz reingeguckt. Die produziert einfach am laufenden Band, wenn sie was bekommt, dann spuckt sie was Neues sozusagen aus. Und das sollte möglichst random sein. Das Problem mit RC4 ist, es ist nicht random, da ist überhaupt kein Zufall drin. Und deswegen ist das Ganze hier ein Problem. RC4 ist nämlich absolut nicht wirklich random. Deswegen nennt man es auch strongly non-random, was ungefähr das unglaublich Schlimmste ist für einen Zufallsgenerator, den man so haben kann. Und dadurch kann man natürlich jetzt hier, wenn man den Initialisierungsvektor und den Schlüssel hat, beziehungsweise wenn man Keystream und Initialisierungsvektor hat, auch den Schlüssel zurückrechnen. Gleich noch ein genauerer Angriff darauf. Hier unten wird natürlich auch die Nachricht irgendwie mit reingepackt. Da kommt ein CRC hinten dran, also normale Nachricht, hinten dran CRC gehängt. Und warum machen wir das? CRC zum Checken, ob sozusagen alles richtig übertragen wurde, sozusagen Integritätsprüfung, Problem mit CRCs, funktioniert auch nicht ganz, aber das ist sogar das kleinere Problem hierbei, darauf gibt es auch Angriffe, macht aber nicht ganz so viel wie RC4 hier oben. So, und dann wird das Ganze geXORt, das heißt die Nachricht im Endeffekt und die der CRC hinten dran, den man aber auch leicht fälschen kann, also hier auch kein Problem, wir werden hier geXORt mit dem Keystream und raus kommt der Ciphertext, sprich das Chiffrat. Und jetzt wissen wir auch noch zusätzlich, habe ich hier oben hingeschrieben, dass WEP für die Authentifizierung CHAP benutzt. Und CHAP kennt ihr aus der Serie hier, hoffentlich zumindest, ansonsten schaut euch das passende Video dazu an. Und mit CHAP kann man hier natürlich davon ausgehen, okay, zunächst einmal wird der Server hier, ich zeige nochmal ganz kurz das Bild, glaube ich. Halt nein, es gibt ja gar kein Bild dazu, fällt mir gerade so auf. Egal, auf jeden Fall, mit CHAP haben wir das Problem, wir schicken, also das Passwort ist im Klartext gespeichert, der Server schickt uns eine Challenge und wir hashen diese Challenge mit dem Passwort zusammen. Oder wir verschlüsseln diese Challenge mit dem Passwort zusammen in dem Fall. So, das bedeutet, wir bekommen also vom Server hier eine Challenge. Das heißt, diese Challenge wird aber im Klartext übertragen. Das heißt, die Challenge kann jeder mitlesen, denn wir sprechen hier gerade von Wi-Fi und Wi-Fi ist ein Broadcast-Medium. Das heißt, jeder kann mitlesen, was auf diesem Medium übertragen wird. So, und das heißt, jeder kann, also auch ein Angreifer kann diese Challenge hier mitlesen. Sie wird ja unverschlüsselt übertragen. So, zurück wiederum kommt die verschlüsselte, also mit dem Passwort verschlüsselte Challenge. Das heißt, wir wissen, dass da drin plötzlich Passwort und Challenge irgendwie verwurstet sind und das Ganze eben mit diesem Algorithmus hier. Das heißt, was wir machen ist im Endeffekt, wir haben die Challenge hier und wir haben Challenge XOR Keystream. Denn das ist das, was hierbei rauskommt. Der Schlüssel ist hier nur hier oben drin, der kommt quasi in diesen Keystream mit reingewurstet und die Nachricht ist nur noch die Challenge im Endeffekt. Und hier haben wir gesehen XOR. Ja, XOR ist aber reversibel. Das bedeutet, wenn ich Challenge XOR Challenge mache, kommt einfach 0 raus. Das heißt, Challenge XOR Keystream ist einfach nur noch Keystream. Das bedeutet, ich habe hier für denselben WEP-Schlüssel und natürlich auch denselben Initialisierungsvektor, der ja aber vom Client verwendet wird oder gewählt wird auch, der muss ja in der Nachricht mit übertragen werden. Den bestimmt nicht der Server, den bestimmt der Client einfach. Ja? Das bedeutet, wenn ich hier jetzt einfach diesen Keystream hier raus XORen kann, sozusagen, das bedeutet, ich habe nur noch Keystream, kann ich auch Folgendes machen. Ich frage einfach mal bei unserem WLAN an,
hey, wie sieht's aus? Ich würde mich gerne authentifizieren, schick mir eine Challenge. Der schickt mir eine zweite Challenge und ich habe ja den Keystream hier. Das heißt, ich kann einfach mein Chiffrat so wählen, Challenge 2 XOR Keystream, was ja hier ganz genau gültig ist. Und dann sage ich einfach, ich wähle denselben Initialisierungsvektor wie der erste Client, der sich hier authentifiziert hat. Denn der Initialisierungsvektor wird ja hier auch im Klartext übertragen. Den braucht der Server ja, um auszurechnen, ob das Ganze auch richtig berechnet wurde. Das heißt, ich wähle einfach denselben Initialisierungsvektor, dadurch bekomme ich auch denselben Keystream. XOR kann man zurückrechnen, dadurch bekomme ich natürlich auch hier den Keystream wieder zurück. Und dadurch kann ich sozusagen einfach meinen Login fälschen. Und das ist ein kryptografischer Angriff, der enorm schnell geht. Da muss man eigentlich nichts machen, außer zwei Nachrichten mithören und plötzlich hat man sich hier authentifiziert. Das soll natürlich nicht so sein, deswegen hat man sich gedacht, man macht was Clevereres draus, und zwar WPA. WPA möchte ich jetzt nur ganz kurz mündlich anreißen, denn besonders viel zu WPA kann ich auch tatsächlich nicht sagen, weil WPA ist nicht bewiesen kaputt, aber es ist zumindest unsicher. Warum ist es unsicher? Naja, WPA benutzt TKIP, was wiederum auf RC4 basiert. Es benutzt zwar kein XOR mehr, aber dieses Ding hier ist immer noch strongly non-random. Wenn es random gewesen wäre, wäre bei WEP mit demselben Initialisierungsvektor und demselben Schlüssel hier was anderes bei rausgekommen, jedes Mal. So zumindest die Theorie. Nicht ganz, aber ja, in etwa zumindest. Und deswegen vermutet man, dass WPA auch zumindest noch unsicher ist. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile echte Angriffe gibt. Ich nehme die Serie hier etwas arg viel früher auf, bevor ihr sie kriegt. Das ist bei der Serie jetzt hier gerade irgendwie so der Fall geworden. Und ja, deswegen kann es durchaus sein, dass wir echte Angriffe auf WPA auch noch sehen werden. Aber momentan sieht es zumindest so aus, es gibt zwar theoretische Angriffe drauf, aber keine praktischen. Und ja, wie gesagt, WPA basiert auf RC4, also TKIP basiert auf RC4 und das gilt als unsicher, deswegen sollte man WPA auch nicht verwenden. WPA 2 hingegen ist tatsächlich eine sichere Variante, hat weniger mit WPA zu tun, als WPA mit WEP zu tun hat. Und WPA 2 kann man durchaus noch verwenden, auch wenn schon WPA 3 in der Mache ist. Aber dazu nächstes Mal dann mehr. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!